Hallo, Servus und willkommen zurück. Hier ist mal wieder euer Anime am Start. Heute gehen wir nochmal auf die kleinen Exotiken ein, die eben mit Warmind exotischer werden. Vorab aber eine kleine Randinformation, und zwar haben wir schon mal einen Einblick zu den Patch Notes für den Update 1.2.0. Tja, die Aufregung, die steigt halt eben in Anbetracht darauf, dass es nicht mehr lange zu Warmind und somit zum Update 1.2.0 ist. Doch was wird uns noch erwarten, außer einem neuen Abenteuer, Ranked-Systeme und so weiter? Ich habe das Ganze mal auf den Punkt gebracht, doch seid gewarnt, es ist ein wenig mehr als erwartet, also schnappt euch was zu knabbern und genießt, was auf euch zukommen wird. Mit 1.2.0 wird der Tresor als kurzfristige Lösung von 200 auf 300 Plätze angehoben. Es gibt einen Einzug der Multigesten, gut, das kennt mittlerweile eigentlich schon fast jeder. Alle vier Gestenoptionen können nun ausgetauscht werden. Pfeiltaste links, rechts, geradeaus, etc. pp. Und die Gestensammlung werden aus dem Tresor entfernt, da dies jetzt überflüssig ist. Alle Gesten sind ab Warmind im Inventar vertreten. Was gibt's noch? Der Leviathan-Guide-Abzeichen für Guide-Spiele, der zählt, wie viele Abschlüsse in Raids als Guide abgeschlossen wurden. Abzeichen verleiht eine 14-tägige Aura nach dem Abschluss eines Raids als Guide. Wer als Guide mit aktiver Aura einen Raid zum Abschluss bringt, bekommt einmal die Woche ein Glanzengramm. Eine neue Inventarkategorie findet Einzug, in der Tracking-Gegenstände gesammelt werden, wie zum Beispiel exotische Quests. Diese Gegenstände in der Auftragskategorie sind spezifisch für jeden Charakter und nicht für das gesamte Konto gedacht. Das darf man nicht vergessen. Es gibt eine kleine Audio-Einstellung zusätzlich mit einem Regler zwischen 1 und 10 für die SFX-Lautstärke, Dialog-Zwischensequenz-Lautstärke, die Musik-Lautstärke und den Chat-Lautstärke. Bin ich so froh, wenn ich die alte Troller oder Lord Saladin nicht mehr am Eisenbanner oder bei PDN hören muss. Gott sei Dank! Prämien der wöchentlichen Logouts für Raid und Raid-Trakte sind jetzt klassenbasiert. Hüter mit mehreren Charakteren derselben Klasse erhalten, wenn sie Raids oder Raid-Trakte spielen, nur das erste Mal in der Woche die Prämie. Dann gibt es halt eben noch ein paar kleine Bugfixes, wie zum Beispiel das Sammeln von Eventabzeichen, indem man nur Fluch des Osiris besaß, das wird behoben, Blackscreens bei Laden des Turms wird behoben und der Bug, dass Kate nur eine Schatzkarte für Merkur anbietet, der wird auch behoben. Das war's halt eben fürs Erste mit den Bugs und wir gehen direkt mal rüber zu den exotischen Meisterwerken. Und zwar bekommt Risikoreich ein kleines Update. Diese Maschinenpistole bekam man nach Abschluss der Mission Sakrileg von Eshamir auf Io als Auswahl zwischen drei Waffen. Nun erlebt sie eine Änderung bei dem Perk Argusleiter. Zu Beginn des DLCs agiert sie halt eben noch so, also vor Beginn des DLCs wohlgemerkt. Bekommt man Argusschaden, wird die Waffe stärker, eingehendem Argusschaden wird widerstanden. Mit weiteren Kills wird dieser Zustand verlängert. Er hat verlängert gesagt. Nach dem Beginn von Warmind besitzt der Argusleiter eine höhere Resistenz gegen Argus-Schaden, den ihr bekommt. Eine Steigerung von 50%, was den PvP-Bereich angeht. Jedoch wird erst mit verstauter Waffe der Argusleiter aktiv. Die Schadensresistenz bekommt ihr erst, wenn Risikoreich sich in euren Händen befindet. Arbeitstier ist als nächstes auf der Liste. Der Perk, kommen wir zum Geschäft, sagt alles. Betätigt ihr den Abzug, schießt ihr anfangs langsam und bekommt danach einen Schub, was die Feuerrate angeht. Für ein Automatikgewehr echter Hammer und erinnert an die Kavallerie von Fast 7. Die Waffe bekommt eine Munitionskapazität von 999, was definitiv für mehr Spielspaß sorgt. In Kombination mit diversen exotischen Rüstungen kann man fast endlos im PvE stehen bleiben und die Schusstaste gedrückt halten. Also einfach Controller irgendwo auf die Seite legen und AFK gehen. Wer sich einen aus der Wirbelsäule leiern will, dem sei hiermit keine Grenzen mehr gesetzt. Kommen wir nun zur Darcy. Nein, ich lese jetzt jeden Buchstaben nicht einzeln vor.
Auch das Scharfschützengewehr wird verbessert. Wenn sie ein Ziel anvisiert oder darauf eingestellt ist, fügt sie nun vierfachen Schaden zu, was natürlich von verschiedenen Faktoren wie die Schwierigkeit der Aktivität oder der Aktivität an sich abhängt. Sie verfügt über ein 7-Schuss-Magazin und ist durch den reduzierten Zoom auch im PvP dann für nahe Begegnungen geeignet. Auch der Zielhilfe-Perk wurde überarbeitet, dass selbst wenn man sich bereits im Zoom befindet, aber noch kein Ziel anvisiert ist, bessere Resultate erreichen kann. Und Leute, ihr habt es geschafft, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dann ist das Video auch endlich zu Ende. Jetzt ist aber natürlich eure Meinung gefragt. Ist das alles notwendig oder ist das mehr eine Spielerei? Macht es die Waffen damit wirklich exotischer und ist das Ganze brauchbar, was bis dato so reinkommt? Lasst es mich in den Kommentaren wissen und wir können gerne darüber diskutieren. Ansonsten wünsche ich euch noch was. Danke fürs Zuschauen. Bis in Bälde, euer Anima.